Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge F1 2020 hier bei Heisenberg Zockt. So, es geht nach China. Das müsste eigentlich was geben, weil China liegt mir soweit. Das Problem ist halt, wir haben jetzt die KI auf 85, also das ist nicht ein Problem. Eine Tatsache. Mal gucken, ja, was dabei rauskommt. Wir gehen mal rein. Wir schauen mal. Wir haben, glaube ich, noch Sponsoren oder irgendwas. Stand, glaube ich, beim letzten Mal. Werden wir gleich wissen. Wöchentlichen Sponsorengeld durch und wir machen trotz der laufenden Kosten gut Profit. Ja, machen wir hier mal diesen. Erneuern. Und dann passiert nichts. Ja, warum auch? Okay, das machen wir gleich. Machen wir eins nach dem anderen. Können wir hier was machen? Jawohl. Da halte ich viel von. Dankeschön. Upgrade entwickeln. Dann ist der Feierabend. 96 Punkte. Fahrzeug. Immer noch okay. Firma. Da haben wir die Sponsoren. Warum sollen wir die denn erneuern? Im Moment laufen sie noch, sonst wären sie weg. Ich würde sagen, die lassen wir mal noch laufen, da erneuern wir gar nichts. Das machen wir, wenn das abgelaufen ist. Die Rangliste, ja, auf der 10 sind wir, das ist okay. M, 12 Millionen. Ich würde glatt noch mal ein bisschen was investieren. Vielleicht beim Triebwerk. Lass wir hier mal noch mal schauen. Nicht genug Geld. 12 Millionen. M, 10 Millionen. Hier hätten wir Bauzeit aller Verbesserungen um 20% reduziert für 5 Millionen. Nehmen wir. Jetzt müssen wir aufpassen. Nicht, dass wir dann tatsächlich den anderen Fahrer nicht mehr bezahlen können. M bei Firma. War es noch? Genau, mit den Verträgen. Da möchte ich nochmal kurz, wenn ich es finde, rein. Und dann Fahrerboni. Weil hier wurde gesagt, mach doch alles. Wo wird das dann abgezogen? Das ist ja unser Kontostand von der Firma. Weil das sind genau diese 7 Millionen, die wir jetzt noch haben. Ich möchte nicht hier zu viel Geld verbraten. Wobei, das kostet ja eigentlich nichts. Kaufen wir das mal noch. Kaufen wir das mal noch. So, und dann hier oben. Könnten wir auch noch mal. Ja, ja, okay. So, dann haben wir noch 6,5. Habe ich das gekauft? Ich glaube, ja. Gut. Würde soweit passen, denke ich. Also, wir lassen laufen und dann geht es nach China. Ich habe noch den virtuellen Rückspiegel integriert. Auf euren Wunsch hin. Ich denke, das ist eine gute Sache. Ich bin jetzt gespannt, wo er ist. Also wenn der natürlich da mitten im Bild drin ist. Weil ich kann dieses OSC nicht verändern. Das habe ich mal in einer früheren Folge gezeigt. Das ist bei mir ausgegraut. Ich kann dort die Sachen nicht verschieben. Ich weiß nicht warum. Ich habe eine ganz normale Auflösung. Einen normalen Monitor. Keine Ahnung. Aktivitäten. Okay, das habe ich verdattelt. Gut. Dann eben nicht. Wir gehen zum Rennwochenende. Also das ist wirklich merkwürdig. Das war bei der 19er Version schon so. Dieses OSD oder wie das heißt, also wo man eben anordnen kann, was wo ist und wie groß, das geht bei mir nicht, ist aber ausgegraut. Das heißt, ich kann jetzt, wenn wir den Spiegel haben, den Rückspiegel, ich kann den nicht entsprechend irgendwo hinschieben. Der ist dann, wo er ist. Gut, wir gehen rein. Wetter ist okay, sehe ich. Qualify, Sonne, das passt alles, sehr schön. Nachrichten, jetzt haben wir sogar wieder mal eine Wettervorhersage, jetzt wo sie nicht brauchen. Ist in Ordnung. Halt, ich wollte nicht raus, sondern ich wollte... Ja, im Prinzip ins erste Training rein. Auch bei bewölkten Zuständen. Bei bewölktem Wetter. So, mal gucken. Ich weiß gerade nicht, wie China sozusagen gebaut ist, was das genau ist von der Strecke her. Das werde ich aber schnell rausfinden, weil das ist eine ältere Strecke. Die hat man in der 19er Version schon drin. Da müsste ich eigentlich relativ schnell wissen, wie, was, wo. So, mach mal. Sonst mache ich mal. Setting laden. In dieser Session werden wir zusätzliche Daten aufzeichnen. Jawohl. Mach dir keine Sorgen, dies dient nur der Überprüfung der Teile. Ja, ja. Nee, ich mache mir keine Sorgen. Haben wir irgendwo China? Wahrscheinlich nicht. Das müssen wir neu laden. Doch, hier unten. Time Trial. Das ist aber eben genau nicht, was ich möchte. Wir gehen schnell zu Steam. Ich möchte das Rennsetting und nicht das Zeitfahren-Setting. Weil, ist ja ganz klar. Habt auch schon mehrfach geschrieben. Eben, da ist das Fahrzeug so eingestellt. Moment, ich muss schnell gucken. Ja, dass es eben für eine Runde wirklich schnell ist, aber nicht allzu lang durchhält. Und wir brauchen ja ein Auto, das tatsächlich sämtliche Runden durchhält. Labern und suchen ist schwierig, da ist China. So, das bräuchte nur. Dankeschön. My Team. Der hier hat Sternchen. Machen wir mal. Ich gucke mal nochmal schnell, was das genau ist. All Cars. China Trocken. Gatlick. Ja. Ich abonniere mal. Sehr gut. Okay, dann gehen wir hier raus. Drücken einmal auf Gelb, damit das aktualisiert wird. Und dann haben wir hier oben... Moment, hier zu oberst. Jawohl. Das Ganze. Mal gucken, was ist eingestellt. Es ist verlockend,
3-6. Auf das Rennen zu konzentrieren. Kann man machen. Ja, mache ich nicht, Chef. Die Qualifying-Simulation nicht gänzlich außer Acht lassen. Ja. Versuche sie vor dem Ende des dritten freien Trainings durchzuführen. Okay, komme. Hier, Akklimatisierung. Machen wir. Keine Angst, Chef. Machen wir eigentlich immer. Zumindest, wenn ich daran denke, dass ich es aktiviere. So, Gaspedal hoffe ich funktioniert. Und jetzt mal gucken, wo der Rückspiegel... Ach, okay. Ziel ist es, möglichst viele Kurventore so schnell und präzise wie möglich zu durchfahren. Viel Glück. Ja, ihr könnt ja sonst vielleicht mal irgendwie in die Kommentare schreiben, ob der Spiegel eher stört oder ob ich den so lassen soll. Ich lasse den jetzt mal für den Moment, weil zum Fahren ist es natürlich schon hilfreich, wenn man auch sieht, was hinten passiert. Wenn ich nicht jedes Mal diesen ollen Knopf drücken muss. Ich lasse ihn mal. Für dieses Rennen lasse ich ihn. Wenn zu viele Leute schreiben, nee, der lenkt ab, der stört irgendwie in einer gewissen Form, dann werde ich den einfach wieder rausnehmen. Das ist relativ schnell gemacht. Ich kenne die Strecke schon wieder. Das ist die mit dieser ollen Kurve, die kein Ende nimmt. Entsprechend schlecht habe ich das Ding gefahren. So, jetzt weiß ich aber, dass die Kurve dort ist. Jetzt müsste ich es beim nächsten Mal hinkriegen. Ist natürlich für die Kurve, würde ich sagen, ist das ein relativ offensives Setting. So, ich muss mich hier erst reinfuchsen, ich sehe schon. Also die Strecke. Ja, jetzt müsste dort vorne die Linkskurve kommen. Sehe ich das richtig? Jawohl, okay, genau, diese langgezogene. Und dann gleich in die rechts rein, da muss man ein bisschen abbremsen und dann geht es gleich wieder in die links. Jawohl, okay, ja, ja, ich bin wieder angekommen. Volle Pulle. Das hat schon mal geklappt. Und jetzt hätte ich natürlich dann gerne eine Runde, wo ich das alles ein bisschen besser hinkriege. Aber genau deswegen trainiert man, damit man es dann eben besser hinkriegt. Genau, jetzt hier diese langgezogene und dann kommt eine langgezogene Gerade. Lauter langgezogene Sachen hier in China. So, da haben wir sie, die Gerade. Oder Gerade. DRS-Zone in Kürze. Mhm. Die Entfernung siehst du auf deiner MFA. Ich weiß, das sagst du dieses Mal, Chef. So, keine Ahnung, wie schnell wir sind. Auf der Geraden, das werden wir dann rausfinden. Oh, hier kommt die Kurve dann, ja genau. Nach der Geraden muss ich aufpassen, da kommt eine giftige Kurve. Also wie schnell wir sind im Vergleich zu den anderen Fahrzeugen, das sehen wir halt primär dann wirklich im Rennen. So, oder im Qualify sehen wir natürlich die Gesamtzeit, aber... Ja, was wir dort... Ja, ich weiß. Was wir dort halt nicht sehen werden im Qualify, das ist eben das Verhältnis, wie schnell wir sind auf der Geraden im Verhältnis zu den anderen Fahrzeugen. Das sehen wir wirklich erst im Rennen. Ist aber auch immer eine spannende Komponente, wie ich finde. Das macht eigentlich Spaß, das rauszufinden dann. Außer man ist halt dermaßen langsam, dann macht es weniger Spaß. Dann stellt man fest, da stimmt was nicht. Und kann dann natürlich nicht mehr reagieren, das ist das Problem. Da ist natürlich immer noch Käse, was ich hier zusammenfahre. Ich weiß, ich brauche dringend noch mal eine dritte Runde. Und die haben wir ja. Gilt die als schwer, die Strecke? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß aber, dass ich die eigentlich mag. Also ich fahre die relativ gerne. Auch wenn ich sie im Moment gerade relativ schwach fahre. Es ist halt wirklich irgendwie so eine Mischung aus Hochgeschwindigkeit und dann wieder irgendwelchen Kurven, die kaum was verzeihen. Ja, aber wenigstens kann ich hier volle Pulle Schwung nehmen, damit ich dann eben auf der Geraden entsprechend schnell bin. Das klappt schon mal. So, aufnehmen tut's, jawohl. Ist auch relativ wichtig. Sonst müsste ich es nochmal machen, wobei nochmal machen geht ja nicht. Wenn wir hier was durch haben. Wow, okay, ja, da muss ich viel früher bremsen, als es eingezeichnet ist. Das funktioniert überhaupt nicht. Also nochmal machen geht ja eben nicht. Das ist bei MyTeam genau wie bei der Karriere, bei der 19er Version. Da hat man einfach einen Speicherstand. Viel mehr hat man da nicht. So, jetzt aber eine schnelle. Mhm. Jetzt hätte ich eben gerne die schnelle Runde. So, hier viel langsamer werden, sonst komme ich hier nicht rum. Jawohl, das hat schon mal geklappt. Hier noch nicht beschleunigen, das bringt nichts, weil hier haben wir tatsächlich noch diesen Ausläufer. Ja, das gefällt mir nicht, ich weiß nicht. Ich kann jetzt natürlich wieder sagen, das Setting, ja, ein bisschen ja. Da zieht es mich auch zu weit raus, aber ich hätte tatsächlich gerne hier eben ein Setting, also das passt von daher schon, das uns erlaubt, tatsächlich auf der Geraden volle Pulle zu haben, damit wir dort reagieren können und allfällige Kontrahenten auch wirklich überholen können, mit ERS und DRS zusammen dann.
Hier kann man, denke ich, ohne Probleme ein bisschen raus. Ja, da schleudere ich ein bisschen. Das war ein Test. Also den Kollegen da vorne, man sieht es, den holen wir eigentlich nicht unbedingt ein. Zumindest nicht so, dass er jetzt immer näher kommt. Das gefällt mir nicht so. Naja. Boah, ich vergesse jedes Mal, dass hier diese Kurve kommt. Wie kann ich mich daran erinnern? Ja, ich muss mir einfach in den Kopf reinsetzen. Lange gerade. Danach bremsen. Früher bremsen, als es eigentlich gezeigt wird. Also angezeigt wird. So, haben wir abgeschlossen. Okay. Ja, dann halte ich mal hier hinten. Sonst heißt es wieder, ich stehe mitten auf der Strecke. Das muss ja nicht sein, da habt ihr natürlich recht. So, ich möchte eigentlich nochmal eine Runde machen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin nicht zufrieden mit dem, wie ich gefahren bin. Wir können ja mal noch, wie viele Runden sind das? Haben wir irgendwo eine Runde? Da. Qualifying Tempo. Rennstrategie 5. Machen wir mal Qualifying Tempo. Start. Dann machen wir sozusagen... Ja, ein Qualifier, das nicht zählt. Das ist gar nicht schlecht. Da kann ich nochmal gucken. Da sehe ich dann auch die Zeit, natürlich. Okay, das ist eine Qualifying-Simulation. Jo. Wir haben die Zeiten unserer direkten Konkurrenten abgeschätzt. Diese gilt es also zu schlagen. Okay, dann haben wir zum ersten Mal dann einen Anhaltspunkt, wie schnell wir tatsächlich sind im Vergleich zu den anderen. Das ist ja gar nicht schlecht. Ein Probe-Qualifier sozusagen. So, jetzt läuft's. Jawohl. So, ich denke mal, die sind hier auch nicht viel schneller. Das geht einfach nicht. Das ist halt eine Kurve, die man entsprechend langsam fahren muss. Wir haben natürlich keinen Geist wie im richtigen Qualify, weil... Ja, die waren ja... Im Prinzip wahrscheinlich nicht alle das gleiche, das ist aber ein Training. Also der eine, der übt wegen den Reifen, der nächste wegen der Kupplung, der dritte möchte die Strecke kennenlernen. Er hatte gesagt, die werden geschätzt. Die anderen Zeiten von den anderen Fahrern, dann haben wir natürlich auch keinen Geist. Ja, schwierig zu sagen, wie gut das ist, wir werden es sehen. Nicht jetzt hier wieder schleudern. Ja, jetzt habe ich das aber relativ gut erwischt, weil ich wirklich früh Tempo aufnehmen konnte. So, bremsen, und zwar früher. Ja, dann geht das ohne Probleme, wenn ich einen Ticken eher bremse. So, mal gucken, auf der 11. Alles klar, das Programm ist abgeschlossen. Nee, auf der 1. Das sind annehmbare Daten, allerdings weit entfernt vom Optimalzustand. Könnte sich auszahlen, das nochmal zu versuchen. Ja, aber ich bin ja auf der 1, oder? Also eigentlich war ich auf der 11. Schnellste Runde. Wir sind der Einzige, der gefahren ist. Ja gut, also ich würde sagen, die Aussagekraft ist eher bescheiden. Ist aber egal, ich konnte die Strecke nochmal testen. Wir gehen zurück in die Garage und dann brechen wir das Training ab und gehen ins Qualify. Und da gucken wir, was dabei rauskommt. Ich dachte, ich hätte kurz gesehen, dass wir tatsächlich ja, auf der 11 waren. Das wäre okay, denke ich. Eben mit KI 85, das ist Experte. Dann jetzt angestellt. Nee, ich möchte auch hier raus. Beenden. Machen wir es eben so. Jetzt fährt er wieder noch 2 Meter. Was wollte ich sagen? Eben KI 85, das ist Experte. Und ein Fahrzeug, das in der Entwicklung steckt, mittendrin. Wir haben da ja noch nicht allzu viel machen können. Das ist dann halt also der Vierter. Unsere Top 3 noch einmal an. Naja, gut, das sind wir halt hier Vierter, ist ja egal. Sind wir nicht Elfter. Wir werden jetzt im Qualify sehen, was wir sind. Hoffentlich schnell im Ziel. Das wäre das Ziel. So, es lädt. Und wir gehen wieder rein und simulieren. Jawohl, da bin ich sicher. Ich möchte ins Qualify rein.
Okay, Setting ist wie es ist, mit dem arbeiten wir jetzt. Ich denke, es ist tatsächlich eher ein offensives Setting, ein schnelles, weil wir haben doch ein paar Kurven. Was eben heißen würde, dass wir auf dieser langen Geraden eigentlich durchaus Vorteile haben müssten. Ich soll das Auto noch in den Farben des Logos machen, hieß es. Gefällt mir nicht, muss ich sagen. Also dieses Blau, was wir dort haben im Logo drin, das ist ja nicht original Heisenberg. Dort wäre es eigentlich rot. Das ging wahrscheinlich nicht anders. Möchte ich tatsächlich nicht. Weil ich finde das komisch. Ein blaues Auto oder in dem Blau. Nee, da gefällt mir das Auto, das wir jetzt haben, besser. Deswegen habe ich es gelassen. Gut, wir haben es soweit. Gehen wir raus. Und gehen ins Qualifier rein. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ich hoffe, eine halbwegs gute Zeit. Unter den ersten 10 zu sein, wäre ein Ziel, denke ich. Allerdings ist das wahrscheinlich schwierig zu erreichen. Mal schauen. Ich gucke nochmal schnell, ob das hier alles seine Richtigkeit hat. Jawohl, 3,6 passt. Wir gehen zur Strecke. Und jetzt heißt es Daumen drücken, dass wir hier was halbwegs Schlaues hinkriegen. Ja, das fängt ja schon mal großartig an. Aber vielleicht kann ich jetzt hier mit ein bisschen mehr Schwung rein. Ich habe einfach ein bisschen mehr Anlauf geholt. Das ist, denke ich, okay. Ja, der Geist ist schon wieder weit vorne. Wir sind auf der 18. Okay. Das mag mir natürlich nicht gefallen. Das können wir vielleicht verbessern. Werden wir sehen. Jetzt bin ich auf der 21. Allen Ernstes. Immer auf der 21, um Gottes Willen. Ich glaube, die KI 85, das ist ein bisschen zu hoch, weil so fahren wir natürlich nie mehr irgendwie, wenigstens unter die ersten 10. Ja, jetzt bin ich immer noch auf der 19. Ein bisschen gebessert hat, aber das ist natürlich... Heieiei. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, dann fahr halt besser. Ja, das wäre eine Idee. Gelingt mir nur gerade im Moment nicht. Aber das Training ist ja definitiv wieder... das Rennen ist dann definitiv wieder ein anderer Fall. Ja, wir sind wohl auf der 19. Okay. Im Rennen ist es was anderes, aber da bin ich jetzt schon enttäuscht, muss ich sagen. Oh, 22, nee, 19. Also irgendwie rechnet es da auch ganz interessant in der Gegend rum teilweise. Da bin ich nicht Fan oder nicht überzeugt. Das gefällt mir gar nicht. Da müssen wir mal nochmal gucken, ob wir nicht vielleicht doch mit der KI nochmal einen Schluck runtergehen. Klar, jetzt kann man sagen, jetzt ist es aber realistisch. Aber ist das realistisch? Ja, es ist die zweite Saison. Und dann wirklich so hier wirklich ganz hinten rum machen? Ja, nein. Mal gucken. Wir machen jetzt das Rennen natürlich so. Und schauen mal, was dabei rauskommt. So, Rennen haben wir aktiviert sozusagen. Beziehungsweise wurde zumindest schon mal eingeblendet. Ja, es ist genial. Es war gestern mal eine Zeit lang, relativ kühl eine Zeit lang. Hat sogar geregnet. Jetzt heizt es wieder. Ja, ja, ich weiß. Jetzt heizt es wieder. Jetzt ist es tatsächlich wieder heiß draußen. Also, wir haben eigentlich alles soweit. Das ist okay. Können wir beim Feebaum noch was machen? Da haben wir nochmal ordentlich Punkte gekriegt. Jawohl. Entwickelt gerne mal. Und dann ist wieder Feierabend. Dann haben wir das. Dann würde ich sagen, wir gehen ins Rennen. 14 Runden sind. Ja, also ich muss sagen, ich bin jetzt ein bisschen auf die Welt zurückgekommen. Rang 19 ist natürlich schon. Also das finde ich ist ein bisschen, ja, happig. Aber, tja, KI 85, nicht entwickeltes Fahrzeug. Das ist dann vielleicht das Ergebnis. Es ist bewölkt. Berg wird es kaum werden. Glaube ich nicht. Wir müssen gucken, dass wir jetzt halt wirklich, ich möchte unter die ersten 10 kommen. Also das müsste irgendwie machbar sein. Das muss das Ziel sein. Wenn wir das als Ziel haben, müssen wir halt darauf hinarbeiten. Im brodelnden Herz der Millionenmetropole Shanghai wartet der Shanghai International Circuit mit 16 Kurven. 54% dieser 5,4 Kilometer langen Strecke sind üblicherweise mit Vollgas zu fahren. Und auf der langen Geraden erreichen die Fahrer bis zu 322 km/h. Vor allem, wenn es mit offenem DRS vor die Kurve 14 geht. Ja.
Und mit dabei ist natürlich auch Stefan Römer. Beschäftigen wir uns doch mal mit Nick de Vries. Sieht so aus, als ob sie heute ganz schön kämpfen müssen. Die Gridstrafen, die das Team aufgrund des Auswechselns der Triebwerkskomponenten erhalten hat, machen all das sicher nicht einfacher. Aber das Gute dabei ist, dass ihnen diese neuen Komponenten dabei helfen können, sich bis ganz nach vorne Sehen wir uns kurz die Ist Nick de Vries nicht unser Teamkollege? Da hat doch keiner was ausgewechselt. Was erzählen Sie denn? Oder bin ich jetzt wieder beim falschen Teamkollegen? Und daneben steht Moment, sehe ich das nochmal irgendwie? wir gehen hier nochmal rein. Autoeinstellungen, okay, das sehe ich tatsächlich nicht mehr. De Vries ist doch unser Teamkollege, oder bin ich jetzt komplett, wahrscheinlich ja. Auf alle Fälle, wir haben nichts ausgetauscht, also warum kriegt der eine Gridstrafe? Oder haben die, ist das ein separates Team und die haben bei seiner Karre halt Sachen ausgetauscht? Das kann natürlich sein, das kann ich ja nicht kontrollieren. Da würde ich aber als Chef des Ladens sagen, das ist nicht so schlau. Wobei, ich weiß ja nicht, was der für ein Qualifier hatte. Wenn der eben letzter war oder so, dann ist es natürlich sogar schlau, wenn man dann mal noch ein paar Sachen austauscht. Gut. So, natürlich wieder mit kleinem Schnitt. Es ist wieder heiß, ich muss wieder die Rübe waschen. Also, wir gehen rein ins Rennen. Mit frischen Kräften. Und ja, jetzt mal gucken. Position 17. Was können wir da noch rausholen? Mal gucken. Position 17? Waren wir vorher nicht? Vorher waren wir doch. Ja, keine Ahnung. Ich muss jetzt mal starten. Kann mich jetzt hier nicht zu sehr darum kümmern. Ja. Entschuldigung, Kollege. Ich möchte natürlich möglichst weit nach vorne. Aber muss ihn auch mal kurz bremsen und die Reifen blockieren. So, und jetzt volle Pulle. Wir sind auf der 15. Ziel, ganz klar, Platz 10 oder besser. Aber das wird schwierig, das ist mir auch klar. Hier stehen sie fast. Jungs, fahren bis Formel 1. Dankeschön. So, das ERS spare ich noch ein Momentchen. Hier kann man sogar auf die Curbs, ohne dass da viel passiert. Das ist gut zu wissen. So, jetzt werde ich ERS mal nutzen. Dankeschön. Bin eigentlich auch relativ zufrieden. Ja, nicht ihn hier berühren. Oh, nicht, dass das jetzt schon irgendwie ein Flügel oder so. Nein. Passt. Halt, ERS brauche ich. Ich muss an dem vorbei. Und das klappt auch tadellos. Oh, man sieht, wir sind sehr schnell auf der Geraden. Das ist natürlich eben genau gut. Da vorne wird gefightet. Hier ein bisschen früher bremsen. Das ist die Kurve, die ich nicht wirklich mag. Oh, da verliere ich aber Zeit, so wie ich jetzt gefahren bin. Eieiei. Bömmel mitnehmen. Da kommen wir an Magnussen ran. Ja, wir sind relativ schnell unterwegs vom Fahrzeug her. Das ist natürlich cool. Da wollte da einer vorbei, so wie es aussieht. Ja, jetzt haben wir zwei Kämpfe, genauso soll es sein. Nett. Das ist Racing, das ist Formel 1. Wenn es halt auch mal wirklich ein bisschen enger zu und her geht. Auf der 13, da bin ich zufrieden. Jetzt einfach bitte nicht irgendwie einen Flügel ruinieren, weil ich irgendwo einem hinten reinknalle, weil ich zu sehr drängel. Da muss ich aufpassen.